Ich hab doch gerade was gehört. Nein, komm du selber rein. Hey, komm rein! Meine Freunde, willkommen zu einem Horrorvideo. Im letzten Horrorvideo haben wir einen Clown bestellt. Und ihr wisst ja auch, alle Clowns sind meine größte Angst auf dieser Welt. Und heute ist der Tag, an dem er bei uns vorbeikommen sollte. Wir haben im letzten Video diesen Clown bestellt für heute Nacht. Das heißt, heute sollte er kommen und wir warten so gesehen nur ab, bis er kommt und ob er überhaupt kommt. Das Schlimmste ist, Leute, man konnte keine Zeit auswählen. Und da stand drauf, Leute, dass man einen Namen eingeben muss, halt von dem Veranstalter, der es am Ende Ganze zahlt und so weiter. Und da habe ich ihren Namen eingegeben. Und es sind 2 Auftritte, bedeutet insgesamt 600 Euro. Und mein Auftritt kann ich bezahlen, Leute. Ich habe diese 300 Euro und die wird auch bekommen von mir, wenn er wirklich auftauchen sollte. Problem ist aber, sie hat kein Geld, Leute. Das heißt, keine Ahnung, wie sie ihren Auftritt bezahlen möchte. Fakt ist, bei mir ist Geburtstagsparty, bei dir ist es Mitternachtshorror. Meine Geburtstagsparty stelle ich mir jetzt nicht so schlimm vor mit dem Clown, aber der Mitternachtshorror, ich glaube, der fängt an mit dir und endet auch nicht gut. Oh mein Gott, da stand auch, dass er auch wiederkommen kann. Ja, ja, da stand auch dabei, Leute, das Schlimmste ist, dass man nie weiß, wann seine Party vorbei ist und dass er jede Sekunde wiederkommen kann. Und weil wir alle zusammen wohnen, kommt er dann unter dieser Adresse in unsere Wohnung. Das heißt, er will dich auch. Weil du bist das Geburtstagskind. Alina, was du nicht weißt, ist, Inga und ich fahren jetzt weg. Was? Echt? Wir lassen dich alleine. Ja, klar! Mädchen. Was Alina nicht weiß, ist, dass ich ein Hotel habe. Ich kann dir auch meinetwegen die Bestätigung jetzt zeigen. Für uns beide. Heute Nacht. Vielleicht buche ich auch morgen noch dazu. Und dort bleiben wir die ganze Nacht und lassen dich heute alleine. Klar. Stimmt, und du kannst dann mit GoPro dann alleine filmen. Natürlich. Also ich habe Angst, dass Creepy Evil Andrew kommt. Leute, ich bin eigentlich theoretisch hilflos, weil meine Mutter schläft. Yasin wird mir so oder so nicht helfen, wenn er mich angreifen sollte. Der wird mich sogar zu dem Clown werfen. Sally und Inga sind anscheinend weg, aber egal wohin die gehen, ich komme mit euch mit. Und ich will nur ganz kurz erwähnen, es ist Sally schuld, weil sie hat ihre Telefonnummer falsch eingegeben und hat meinen Namen eingegeben, meinen Namen. Also sind theoretisch beide Buchungen auf meinen Namen und ich habe kein Geld. Und ich glaube, Leute, die kein Geld kriegen, sind aggressiv und vor allem Horrorclowns. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, sind wir natürlich nicht die Einzigen, die schon mal so einen Horrorclown engagiert haben bzw. eingeladen haben zu uns nach Hause. Nicht direkt zu uns nach Hause. Es gibt so viele Leute in den USA, die das gemacht haben und darüber Videos gedreht haben. Und bei vielen war das so der Fall, dass obwohl man ihn nicht reingelassen hat, er trotzdem irgendwann zu Hause reingekommen ist. Checkt ihr? Das ist wie so ein Einbrecher gewesen. So, er kam einfach rein, man hat die Türe zugeschlagen, dann sind die meisten in irgendwelche Zimmer gegangen und so weiter. Und auf einmal hört man diesen Clown in der Wohnung rumlaufen. Oh mein Gott. Ich habe ein Video gesehen aus Amerika, Leute. Da wurde auch ein Horrorclown eingeladen und auf einmal sind die runtergegangen und in der Küche war auf einmal dieser Horrorclown mit einem Messer. Boah, warte, ich kenne auch ein Video, da war das so, da ist der Clown, der wurde nicht reingelassen. Dann nach einer Zeit haben die geguckt, ob er noch immer da stand und der stand da noch immer. Dann haben die den reingelassen und er hat nichts gemacht, Leute, er stand in der Wohnung und man sollte ihn nicht allein lassen. Ein Junge hatte die Aufgabe bekommen, ihn nicht aus den Augen zu lassen, hat ihn aus den Augen gelassen und er ist verschwunden. Und die dachten, er ist gegangen, Leute. Und die hatten Kameras so an jeder Türe, die es gab im Haus. Und hat sich herausgestellt, dieser Clown kam in der Nacht nochmal und hat andere Clowns reingelassen. Und es gab keine Aufzeichnung, wie die rausgegangen sind aus dem Haus. Leute, ich kann nicht die ganze Nacht in Sets Zimmer bleiben, weil sie mein Name eingegeben hat. Ich muss in mein Zimmer gehen und ich will da auch hingehen. Aber Leute, ich habe Angst, weil durch mein Zimmer kann ein Horrorclown jederzeit kommen, weil die Madame meinen Namen eingegeben hat. Das heißt, er sucht mich, er will mich und er will mein Geld. Und ihr kommt mit, weil ich gehe nicht alleine in mein Zimmer, nicht alleine auf die Toilette, nirgendwo alleine hin. Weil
Da stand keine Uhrzeit, Leute. Aber ist es nicht auch so bei den Horrorfilmen, dass man sich eigentlich nicht trennen sollte? Ja, man soll sich nicht trennen. Und die will mich alleine da lassen, damit der mich am besten schnappt oder was. Leute, ihr wisst alle, ich habe Angst vor Clowns. Und dann soll ich in ihr Zimmer gehen, wo er wahrscheinlich hinkommen wird. Aber was ist, wenn du hier bist und er kommt zu dir? Tina, du bist so doof. Leute, in jedem Horrorvideo... Warte, stopp. Selina, wenn das dein Handy ist und er hat's geortet, auch wenn du Hotel gehst, findet er dich. Er findet dich. Ich lasse mein Handy hier. Oh mein Gott, Leute, Oh mein Gott, ey, stellt euch vor, der Clown wäre jetzt einfach so aufgetaucht. Oder wäre hinter mir. Was? Ey, das ist ein Zeichen, dass wir hier raus sollen. Leute, das war ja ein richtig gruseliges Licht. Das ist einfach ausgegangen. Das Licht wurde frisch aufgeladen bis jetzt, die ganze Nacht. Oh mein Gott. Warum guckst du so? Das kam von deinem Zimmer. Nein. Alter, das kam von deinem Zimmer. Was? Warte, Jensen! Wieso willst du jetzt da bleiben? Warum sah die Dunkelheit gerade so gruselig aus? Hey, du gehst vor. Weil du hast meinen Namen eingegeben. Es ist deine Schuld, Alter. Leute, als er gerade die Tür geöffnet hat, es sah so gruselig aus, diese Dunkelheit. Es sah aus, als ob da gleich jemand auf mich wartet und mich jemand holt. Ja, wer geht vor? Ich gehe nicht. Leute, ich habe Angst vor Clowns. Warum soll ich rausgehen? Wieso soll denn Clown drin sein? Wir bestellt haben. Stell dir vor, der hat noch so irgendwelche Freunde dabei. Das heißt... Alina, ich meine es ernst, wenn ich sage, ich habe da gehört, bei dir den Rollladen. Das kam von da. Oh mein Gott, Leute. Was? Da brennt mein Licht in meinem Zimmer. Was ist das? Du bleibst da. In meinem Zimmer brennt das Licht und ich habe das Licht nicht angelassen. Das heißt, jemand ist in meinem Zimmer drin. Wie Licht? Guck durch das Schlüsselloch, wenn du mir nicht glaubst. Da ist bleibst du. Da ja, da ist Licht. Ja, wie kann da Licht drin sein? Oh mein Gott! Was ist das? Ich habe doch gerade was gehört. Nein, komm du selber rein. Hey, komm rein! Oder was ist, wenn es ein Zeichen ist vom Horrorclown, dass er schon da war in meinem Zimmer und er später wiederkommt? Was ist, wenn er noch da ist? Aber ich glaube, wenn er da wäre, hätte er mehr... Ich hätte irgendwas anderes gehört, Leute. Was würde theoretisch passieren, wenn ich meine Zimmertür aufmache und dann wegrenne? Und Leute, Sal, obwohl das ihre Schuld war, die wollte mich nicht in dem Zimmer reinlassen. Die wollte mich draußen stehen lassen. Ich habe gesagt, ich habe Angst vor Clowns. Dann meine ich nicht, haha, Clowns. Nein, Leute, ich habe Angst vor Clowns. Würde so ein Ding vor mir stehen, ich würde zusammenbrechen. So eine Angst vor Clowns ist es. Nicht funny. Geh. Was? Willst du den Rest deines Lebens in deinem Zimmer verbringen? Geh und guck, was da ist. Was ist los mit dir? Du lässt mich gerade nicht in dein Zimmer rein. Alter, wenn dein Horrorclown wäre, der hätte mich schon längst geholt. Zweitens... Eben dich, da bin ich frei. Junge, das ist keine Schwester, Alter. Leute, die hat meinen Namen eingegeben. Die checkt nicht, dass es ernst ist. Die lässt mich nicht in ihr Zimmer rein. Die sagt, ich soll in mein Zimmer mich direkt opfern. Ich hab's ein bisschen... Oh Gott. Oder du willst, dass ich zu den Horrorclowns gehe, damit du deine Ruhe hast. Stopp, wir müssen damit aufhören. Leute, in jedem Horrorfilm ist es immer so, dass die Leute sich streiten, dann trennen die sich und dann stirbt einer davon. Also, es stirbt keiner heute. Also, ich verdächtige dich eigentlich nicht, aber... Ich meine, Energy ist gerade in meinem Zimmer, gell? Ich kann nicht aber ist es auch nicht so, dass sich jeder verdächtigt? Ich verdächtige auch keinen. Auch in Horrorfilmen? Also, ich verdächtige sie ja nicht, aber gerade eben... Sie wollte mich nicht in ihr Zimmer lassen. Weil wenn er kommt, dann holt er dich und nicht mich. Deshalb wollte ich dich nicht reinlassen. Sieht ihr, Leute? Sie wollte, dass ich mich opfere. Jetzt die Frage, wer in Alinas Zimmer geht. Und die Antwort ist ziemlich leicht. Sie selbst. Und wir kommen nach. Weil erstens, ich habe Angst vor Clowns. Zweitens, wird es hier ganz stickig langsam. Ach so. Ich kippe gleich um. Wenn ich umkippe, müssen wir so aus dem Zimmer raus. Ach so, ihr kommt nach, wenn die Horrorclowns mich schon geholt haben. Oder? Okay, Leute, jetzt
Du gibst mir Deckung. Ich geb dir Deckung. Und sperrst mich nicht wieder aus, Alter. Oh mein Gott, Leute, wenn da jetzt jemand ist in meinem Zimmer, ich renn raus aus dieser Wohnung. Ich renne in einen Wald. Irgendwo. Sogar da wäre ich sicherer, glaube ich, als in meinem Zimmer. Ist weg, oder was? Oh mein Gott! Warte, was ist das für ein... Leute, Play! Das ist eine Spieluhr. Dreh mal. Ich dreh nicht. Willst du drehen? Wer dreht? Du. Nein. Ich dreh auch nicht. Du drehst. Ich dreh nicht. Stell dir vor, ich dreh und irgendwas passiert. Aber er hat doch geschrieben, Play. Wenn da steht Jump, jumpst du, oder was? Wenn wir sein Spiel nicht spielen, wissen wir doch gar nicht, was mit uns passiert, Alter. Wenn wir sein Spiel spielen, wissen wir, was mit uns passiert. Alter, es hält kein die Regeln bei Clowns nicht. Wenn man mit den Clowns nicht mitspielt, werden sie sauer. Das kommt von dir, Alina. Was für von mir, Alter? Er wollte doch auch Selina. Mach mal auf. Was der auf, was du bescheuert? Ich geh ins Zimmer. Nein. Bist du dumm? Warum soll ich hier bleiben, Alter? Dass der mich huckt oder was? Warum soll ich hier? Sonst wird er andere Wege nutzen. Wenn du jetzt nicht schaust und guckst, wird er andere Wege nutzen. Du sollst das nicht mein Fenster. Mach nur die Jalousie. Lass mein Fenster zu. Ich will aber nicht schauen. Oh mein Gott. Wo ist dein Ding zum nur zumachen? Ich hab keine Ahnung. Wer hat das Geld? Es ist mein Zimmer. Oh mein Gott, wir sind sowas von erledigt. Warum höre ich irgendwelche Schritte die ganze Zeit? Ganz kurz, warum? Ich glaube wirklich, die Balkontür ist offen. Ich überlege gerade, wie wir überleben. Er ist in unserer Wohnung. Hey, aber er ist nur für 2 Stunden da, oder? Junge! Im Text stand doch irgendwas mit dir, der geht und kommt, wann er will und wie es ihm passt. Irgendwie sowas stand da. Und ich höre die ganze Zeit irgendwelche Schritte, die in der Nähe sind. Das heißt, er stellt euch vor, der sucht euch. Stimmt, wenn man die Tür versteht. Ich kotze gleich. Das ist alles wegen dir, Selina. Wegen mir? Es ist alles Alinas Schuld. Alles, alles, alles. Hätte sie bei dem Anruf, bei dem allerersten Anruf, nicht meinen Namen genannt, hätte ich den Namen niemals reingeschrieben. Niemals. Gib mir dein Handy kurz. Als letztes hat sie gegoogelt, Anzeichen, dass Horrorclowns kommen. Was? Es hat geklingelt! Hat bei uns geklingelt. Ich bringe ihm die 300 Euro. Bleib hier! Ich zahl mein Ding und geh weg! Bist du dumm? Alina! Darf ich euch erinnern, dass das Balkontür immer noch offen ist? Wie wär's, wenn wir die schließen? Kann ich dich daran erinnern, dass er nicht garantiert wird für irgendwelche Schäden? Du denkst doch nicht, wenn du ihm bezahlst, dass er dich in Ruhe lässt? Er wird Zeit auf dich aushaben, wenn er weiß, dass du nicht zahlen kannst. Gut, dann geh du alleine zu ihm. Ich werde ihm das Geld bringen. Bleib hier, stay, bleib hier! Ja klar, mach die Tür auf, dass sie da rein kann oder was?
Leute, die Balkontür ist offen. Das heißt, er könnte in der Wohnung sein. Ja, aber willst nicht schauen? Nein, ich schau doch nicht, Digga. Ich schau doch nicht alleine. Dann komm. Nein, ich will nicht raus. Leute, Inga und Zay checken nicht. Ich möchte 2 Stunden hier bleiben, dass er geht. Ja, aber ich möchte nicht, dass er durch die Wohnung hier läuft. Okay, also ist dir lieber, dass er uns angreift in 2 Stunden, als dass er hier rumläuft in der Wohnung. Was war das? Zay, sag, Leute, das ist mein Geld. Weil du hast es eingezahlt. Ich habe drauf geschrieben, B-Day Party, dass du ganz genau weißt, dass ich es gezahlt habe. Okay, ich stehe mit leeren Händen da, das heißt... Ach nein, ich kurz gleich. Warte, also willst du dem begegnen? Nein, ich leg's hin. Okay, aber du weißt nicht, ob der in der Wohnung rumläuft oder im Balkon, das weißt du nicht. Du weißt nicht, was er mit dir anstellt. Weißt du, ich weiß, dass ich Geld habe, mir zu bezahlen, und du? Junge, du denkst doch nicht, weil du... Leute, die denkt... Oh Gott, kann ich jetzt gar nicht gut. Sie denkt nur, weil sie ihm bezahlt, dass er dann ruhig ist, dass er locker lässt, dass er dir nichts antut. Er wird dich so anfassen, er wird dich schnappen, glaub mir. Ich bin hier in den Balkon. Ja, okay, auf, wir gehen alle rein, komm jetzt. Ja, okay, du vor. Da ist keiner, komm auf. Lass uns den Balkontisch schließen. Was? Wir dachten, das war Yasin, aber Yasin ist da. Und zockt gerade mit seinem Headset. Schaust du? Leg einfach dahin. Mein Gott. In der Wohnung habe ich ihn jetzt nicht gesehen, aber draußen auf dem Tisch im Balkon war dieser USB-Stick. Wir schauen uns an, was auf diesem USB-Stick ist. Was denkst du, was drauf ist? Irgendeine Nachricht von ihm, dass er wiederkommen wird. Stell dir vor, das sind so Überwachungsvideos von dir. Habe ich doch vor 2 Sekunden gesagt. Find me. Die Leute, hier gibt es eine Datei. 3 Spieler. Ich stell vor, man taucht das auf. It's already too late, find me. I've arrived. It's already too late for the next 2 hours. I've arrived waiting in the shadows. Was machen wir jetzt? Sitzen und warten, bis uns was passiert? Sitzen und sich in Sicherheit begeben. Er hat das Geld bekommen. Hat er nicht? Die hat wieder genommen. Was? Ja klar, da war niemand auf dem Balkon. Oh mein Gott, bist du dumm. Heftig, kommst du dort und hä? Warum soll er noch mit hierher kommen? Wir machen so, Alina passt die erste Stunde auf und klar. Ich die zweite. Achso, und jetzt schläfst du durch oder was? Okay, was tun, wenn ich einschlafe, während ich aufpassen soll? Cell soll nicht ihre Lage übertreiben. Leute, da sind Horrorclowns oder ein Clown. Und die warten nicht zu holen. Und die sagt, die möchte schlafen. Leute, ich bin bestimmt nicht die Einzige, die seine Telefonnummer wählt. Mit welchem Kopf soll er wissen, dass ich die bin? Ist der also, er hat bestimmt mehrere Anrufe, die ihn auf seine Mailbox sprechen. Aber nicht so viele, die ihn über seine Seite buchen. Ich glaube, er hat bestimmt... Er ist nur hinter dir hier. Selina. Ich geh raus. Er ist nur hinter dir her. Erstens, du bleibst in diesem Zimmer. Erstens. Zweitens, er hat dich getrackt durch deinem Handy mit deinem Namen. Drittens, wir rufen ihn jetzt nochmal an und sagen, dass er gehen soll. Hast du eine Telefonnummer? Du hast ihn auch angerufen. Stimmt, mein Handy liegt wo? In meinem Zimmer. Und wer sagt, dass es nach diesen 2 Stunden geht? Das wollte ich auch gerade sagen. Was ist, wenn wir denken, dass der weg ist? Und was ist, wenn er mit 2 Stunden... Gut, dann bleiben wir die ganze Nacht wach. Ich meine, was ist, wenn der auch morgen noch da ist? Okay, und was ist... Muss er doch gehen, oder nicht? Warum sollte er? Ist ja kein Nachtclown oder ein Schauer. Hallo, in den einen Video aus USA haben die auch nicht gesehen, dass sie gegangen sind. Aber nur, dass sie gekommen sind. Inga, dein Licht war gerade mit 1000... Splitter gefalten. Was? Deine... Ich glaube, ich drehe langsam durch hier. Oh!